Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 5 Jahren enthüllten Journalisten mit dem größten Datenleak der Geschichte, den Panama Papers, die kriminellen Geschäfte von reichen, mächtigen und ja auch von Terroristen. Und Transparenz scheuen diese Kriminellen, denn wer etwa Waffenhandel, Drogenhandel, Menschenhandel betreibt oder Steuern hinterzieht, der will natürlich dieses Geld irgendwann wieder benutzen und in den legalen Wirtschaftskreislauf pumpen, und der wird seine kriminellen Erträge auch nicht versteuern. Wir brauchen daher brutale Transparenz. Meine eigene politische Laufbahn, die begann im Europäischen Parlament mit der Aufklärung dieses Skandals, und jetzt sitzen wir wieder zusammen beim Wirecard-Skandal, der ja eben auch ein Geldwäscheskandal ist, weil man Geld rund um den Globus durch dieses Unternehmen geschickt hat, um Gewinne und Umsätze vorzutäuschen, die nicht da sind. Und auch bei Maskendeals von Abgeordneten übrigens helfen Transparenzbestimmungen, denn es ist ja denkbar, dass Abgeordnete bestimmte Provisionen auf eine Firma buchen, wo nicht klar ist, wer da eigentlich wirtschaftliche Berechtigte ist. Deswegen ist es erfreulich, dass wir Verbesserungen beim Transparenzregister bekommen. Aus unserer Sicht, das ist nicht hier zu regeln, aber ist die Schwelle für die Eintragung eben immer noch zu hoch mit den 25%, weil dann reichen eben 5 Brüder oder so und man kann diese Schwellenwerte umgehen. Es gibt aber jetzt eben den Ausbau zum Vollregister. Es reicht also nicht einfach im Handelsregister eine Eintragung vorzunehmen. Das begrüßen wir. Wir glauben auch, dass wir eine Lösung für Vereine, für NGOs, für andere finden müssen, die relativ unbürokratisch ist. Aber was wir bemängeln, ist, dass dieses Register nicht nur öffentlich sein sollte, sondern auch kostenlos einsehbar. Das ist in Großbritannien der Fall, und das hat die Qualität der Eintragung erheblich verbessert. Wir glauben auch, dass es überfällig wäre, dass dieses Transparenzregister endlich maschinell lesbar wird. Das ist ein enormer Aufwand. Man muss da in einzelne PDF-Dateien klicken und die sich zusammenbasteln. Das kann nicht State of the Art im 21. Jahrhundert sein, wenn wir die Eigentümer von Firmen ermitteln wollen. Es ist positiv, dass auch das Bundesverwaltungsamt mehr Personal bekommen soll, um die Eintragung in diesem Register zu überprüfen. Aber auch hier gilt wieder, wir bräuchten eine stärkere elektronische Verknüpfung der einzelnen Register auch auf europäischer Ebene, damit das eben keine Sisyphus-Arbeit wird. Hier bleibt noch viel zu tun, ebenso bei dem Zugriff auch der Kontrolle Schwarzarbeit auf dieses Register, damit wir das ordentlich bekämpfen können. Und einen letzten Hinweis an die AfD, weil Sie das hier mit viel Emphase vorgetragen haben. Ich erinnere mich sehr gut zu Beginn dieser Legislaturperiode an die Debatte um die Paradise Papers, als ich hier, ich glaube, eine meiner ersten Reden im Bundestag gehalten hat. Und es war, glaube ich, der Kollege Keuter, der ausgeführt habe, Geldwäsche, das sei die Notwehr des kleinen Mannes. Vielleicht denken Sie da heute noch mal drüber nach. Vielen Dank. Danke sehr. Das Wort geht an Lisa Paus von der Fraktion Bündnis 90.